ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Ausdauer- und Armkrafttraining. Dieses Video ist ein Wunschvideo. Ganz liebe Grüße. Ich habe jetzt etwas leichtere Hanteln, je Hand ein Kilo, und werde die auch immer in der Hand behalten. Du kannst dir schwerere Hanteln nehmen, du kannst ohne Hanteln arbeiten oder mit Brassiers arbeiten, also wie du möchtest. Ich werde sie jetzt wirklich in der Hand behalten und zwischendrin, wir werden immer walken und dann zwischendrin eine Kraftübung für die Arme machen. Also Bizeps, Trizeps, Schultern, wir werden wirklich rund um die Arme trainieren und viele Schritte machen, Fett verbrennen und Energie verbrauchen, Herz-Kreislauf-System aktivieren. Mach immer so mit, wie es geht. Jederzeit, wie gesagt, Gewichte weglassen, jederzeit auch Pause machen, dann kannst du vielleicht so ganz leicht in Bewegung bleiben. Und wir starten jetzt aber mit einem kleinen Aufwärmtraining. Dazu nimm mal deine Hanteln wieder weg, Rücken gerade, wenn du deine Hanteln weglegst oder aufhebst, in eine Grätsche. Komm, ich mache uns heute ein bisschen Musik an. Knie Richtung Fußspitzen zeigen lassen und ganz locker wippen. Natürlich machen wir uns warm. Die Spannung beibehalten in der Körpermitte. Ganz entspannt. Atem fließt, ist wichtig. Mach weiter. Zieh einmal rechte Schulter hoch, einmal linke Schulter. Hoch, hoch und fallen lassen. Diese Zwischenteile, Walking-Einheiten, kannst du entweder gehen oder mit mir ganz viele Schritte machen, indem wir trippeln am Platz. Also du kannst es auch variieren. Wir werden zwei Runden haben von jeweils 8 verschiedenen Armübungen. Also 2 Sätze sozusagen für die Muskeln, für die Übungen. Kreise jetzt mal, rechts, links. Immer nach. Vier noch. 3. So, und jetzt ziehst du die Schultern nochmal nach oben, rechts und links. Und immer wenn die rechte Schulter hochkommt, linke Fußspitze, linke Schulter, rechte Fußspitze. So ein bisschen Koordination schadet nie. Hochfallen lassen. Denk an deine Bauchspannung. Kreisen. Immer nach. Größer. Ellbogen. Lass mal die Fußspitzen unten und nimm beide Arme mit. Ganz schnell, kleine Tempo. Vier noch, 3, 2, halbes Tempo, größer, ganz groß. Weiter, Füße hüftschmal, ganz weit nach oben strecken, und auslockern, ausschütteln, Arme, Beine richtig lockern und deine Füße abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Locker. Immer noch. Noch 3. Noch 2. Jetzt geh am Platz. So, das ist unsere erste
Übung. Schau mal, nimm die Arme mit, Ellbogen zurück und nach vorne. Bewusst. So könntest du immer deine Zwischenteile machen. Wenn du mit mir mitmachen willst, dann versuch einfach möglichst viele schnelle Schritte am Platz zu machen. Okay? Ganz wie du dich wohlfühlst. Ansonsten immer mal wieder Pausen einlegen, ist völlig okay. Handeln, wenn du möchtest, gerade Rücken. Und dann drücke ich auf Start und dann geht's los. 45 Sekunden lang, kleine Schnelle. Komm, komm, komm. Spannung im Bauch. Dribbeln. Und dann kommt zwischendurch die Armübung. So, aber jetzt erstmal schnelle Bewegung. Du merkst schon, oh, Bauch und Rücken, die müssen da auch mit. Könntest auch da die Gewichte weglassen und sie erst nachher dazu holen. Puh, 10 Sekunden. Weiter, weiter. Okay, gehen. Da gehen wir immer und jetzt die Arme. Und zwar Bizeps, Ellbogen ran und die Handflächen zum Körper. Ganz geführt. Spannung, Kraft in den Armen. Gut. Schultern zurück, aufrichten. Mach wirklich kraftvoll die Bewegung. Eine Minute sind die Übungen. Trippeln 45 Sekunden. Nochmal. Wenn du merkst, ach, ist mir zu einfach, hol dir schwerere Gewichte oder Wasserflaschen oder was auch immer du zu Hause hast. 10 Sekunden. Bist du bereit? 3 Sekunden noch. Und trippeln. Puh, kannst ruhig mal auslockern zwischendurch. Tempo. Ganz kleine. Komm, komm, komm. Mhm. 45 Sekunden. Sind nur noch 20 davon. Sekunden noch. Gehen. Ein Schritt, schau mal. Ein Schritt rechts, links. Arme. Leicht gebeugte Ellbogen. Bisschen vom Körper weg. Und bisschen die Waagrechte nach oben. Hoch. Für die Schultern. Schau mal, dass die Ellbogen so hoch sind wie deine Hände. Immer noch. Bleib in Bewegung. Puh. 15 Sekunden. Immer aus der Spannung. Denk dran, nie ganz locker lassen. Wichtig ist auch Handgelenk in einer Linie mit deinem Unterarm. Lass die Hände nicht abkippen. Okay, lockern und trippeln. Geht noch. Tempo. Immer noch. Sekunden. Du kannst auch zwischendurch mal was trinken, wenn dir danach ist. Fünf Sekunden. Gehen, rechter Winkel, Schultern zurück, Arme hoch und ab.
Bizeps, vorderer Anteil der Schulter. Immer darauf achten, dass der Nacken entspannt bleibt. Ganz locker. Du kannst auch langsamer machen. Mach noch weiter. Weiter gehen. Zehn Sekunden. Weiter, 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 weiter. Fünf Sekunden. Drei, zwei und locker. Schnelle. Alles gut? Trippeln, komm, komm. Du kannst hier auch walken. Ja, wenn du willst, gehst du. Zwanzig Sekunden noch. Und ein Schritt noch mal zur Seite. Puh. Handflächen nach oben, Schultern zurück. Und jetzt gehen die Arme nach außen, Handflächen zum Boden und wieder ran. Kraftvoll. Nochmal außen, ran, außen, ran. Halbe Minute. Puh. Sekunden. Okay, lockern, trippeln oder walken, wie du willst. Ganz viele Schritte machen. Zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, gehen. Puh. So, jetzt kommen so eine Trizeps. Handeln zusammennehmen, Ellbogen an den Körper, strecken, beugen und weiter bewegen. Ellbogen am Körper halten. Immer noch. Puh. Zwanzig Sekunden noch. Zehn Sekunden. Und lösen. Trippeln. So, Tempo, Tempo. Arme wieder mitnehmen. Zwanzig Sekunden. Immer dran denken, du könntest mit mir reden, oder? Ja.
Okay. Ein Schritt rechts, links. Arme sind hier unten, Schultern hinten. Und jetzt ziehst du Hände bis zur Brust. Ellbogen dürfen höher. Mittlerer Anteil nochmal. Sehr gut. Wenn du es dir noch ein bisschen erschweren möchtest, gebeugt, lang. Gebeugt, lang. Ganz entspannt im Nacken bleiben. Immer noch. Okay, dribbeln. 45 Sekunden. Sekunden noch. Gehen. Schau mal, Ellbogen hoch. Und jetzt streckst du nur die Unterarme, Trizeps. Schau mal, dass die Handgelenke in einer Linie mit dem Unterarm sind. Jetzt den Oberkörper ein kleines bisschen nach vorne neigen, Rücken gerade lassen. Vorletzte Übung. Noch weiter. Und trippeln. In der ersten Runde unser letztes Dribbeln. Weiter, weiter. 10 Sekunden. Okay. Ein Schritt rechts, links. Handflächen zum Körper. Jetzt hebst du einmal rechts, links. Genau, im Wechsel. Die Arme nach oben. Vorderer Anteil, Schultermuskeln. Halte oben. Ganz kleine, rechts, links. Puh. 10 Sekunden. 9. Und lösen. Oh. Lockern. Trippeln. Zweite Runde. Wenn du möchtest, trink einen Schluck. Bleib in Bewegung unbedingt. Stehen bleiben, gehen oder laufen, dribbeln.
Weißt du noch unsere erste Übung? Gehen Bizeps kraftvoll. Genau. Ellbogen am Körper, Handflächen zur Schulter und zurück. Immer noch wirklich mit Spannung. Das merken, wenn wir das mit Kraft machen, merkt man ganz schnell die Muskeln, auch selbst mit leichten oder ohne Gewicht. Ne? 20 Sekunden. Okay, lösen, dribbeln oder walken. Lass den Atem wirklich immer fließen. Sekunden. Ein Schritt rechts, links. Arme leicht gebeugt. Hoch und ab. Nicht ganz an den Körper ran. Schau mal, dass du immer mit Spannung arbeitest. Mach nur weiter, hoch und tief. Hoch, ab. Ganz leicht gebeugt die Ellbogen. 25 Sekunden. Nochmal. Jetzt werden schon schwerer die Schultern, oder? Und locker trippeln. Komm, 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 komm. Jederzeit gehen. Okay. Zehn Sekunden noch. Gehen. Rechter Winkel. Hoch. Ab. Und weitergehen. Einfach weitergehen. Immer noch. 20 Sekunden. Halte durch. Zehn Sekunden. Okay. Trippeln. Thank you.
22 Sekunden. Weiter, weiter, weiter. 13, 12, 11, 10, 9. 1 Schritt rechts und links, Arme, Seite, weißt du noch, nach außen boxen und wieder ran. Sekunden. Man merkt aber schon, dass eine Runde schon vorbei ist, oder? Dass die Übung schon mal da war. Acht Sekunden. Und locker. Dribbeln. Sekunden. Trizeps schließen, nach oben strecken, beugen. Du kannst natürlich auch jederzeit ohne Schuhe mitmachen. Ich wechsle immer ganz gerne ab. Alles gut, wie du willst. Zwanzig Sekunden. Sekunden. Oh, dribbeln. Aufrichten. Zehn Sekunden noch. Zwei Sekunden. Ein Schritt. Weißt du noch? Hände bis zur Brust, bis zum Brustbein. Ellbogen dürfen so ein Stück höher. Und du darfst es gerne kombinieren. Beugen, strecken, beugen, strecken. Und noch weiter. Möglichst wenig Schwung, möglichst viel muskulär die Bewegung machen. Okay, dribbeln.
halten wir noch durch. Zwei Kräftigungsübungen noch. Fünf Sekunden, komm, komm, komm. Okay, gehen Oberkörper ein bisschen vor, Ellbogen hoch, Rücken gerade, Trizeps. Sekunden. Fünf Sekunden. Okay, letztes Mal trippeln. Endspurt. Komm, 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 komm. Zehn Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Schritt. Schritt, Schritt, rechts, links. Mach nur weiter. Einmal rechts hoch, einmal links hoch. Immer weiter. Und das Ganze vorne halten und schneller. Arme. Arme werden schwerer und schwerer, aber 20 Sekunden schaffen wir noch. Ellbogen leicht beugen, nicht die Ellbogen hängen lassen. Hoch. Und lösen, geschafft. Mach richtig groß den Schritt. Eine Bonusübung noch. Schaffen wir. Arme hierher. Und jetzt versuchst du, sie nach oben zu schieben und vor, ganz leicht vor deinem Kopf Handflächen schließen. Hoch, öffnen. Genau. Oberen Rücken. Nochmal. Schwerer und schwerer. Vier noch für mich, okay? Allerletzten vier ab jetzt. Vier. Drei. Zwei, einen und lösen. Lass vorsichtig mal die Hanteln auf den Boden runter und bleib weiter in Bewegung. Ganz locker. Zwei Schritte nach rechts. Eins, zwei, ha.
immer noch weiter bewegen. Einen Schritt. Schau mal hin und her. Und jetzt lass deine Arme schwingen. Hoch. Wirklich ganz schwer. Tief. Tief. Nimm deinen rechten Arm. Deinen linken. Und nochmal beide hin. Arme werden kleiner, kleiner. Schau mal. Abrollen, abrollen. Schneller. Hin, her, hin, her. Wir wollen eine richtige Energie verbrauchen, Fette verbrennen. Deshalb bleiben wir noch in Bewegung und spüren mal, wie leicht sich die Arme jetzt so anfühlen. Kleiner. Knie hoch. Jetzt nochmal so richtig hoch. Hoch, hoch. Tippe nach vorne, Fußspitze tippt. Rechts tippt, links tippt. Ferse. Fußspitze. Ferse, gut. Fußspitze. Ferse. Fußspitze. Bleib da, komm weiter nach außen. Und bleib einfach, verlagere von rechts nach links. Dein Körpergewicht richtig schön groß. Knie Richtung Fußspitzen. Komm zur Mitte. Brustbein sinkt. Aufrollen. Noch einmal. Senken und hochrollen. Bleib unten, ganz gerader Rücken, linke Ferse heben, dreh dich nach rechts. Schau mal das Bein lang hinten. Ferse schiebt nach hinten raus und gern ein bisschen federn. Nach vorne kommen, Fußspitze anziehen, Knie strecken, Po nach hinten schieben, Schultern zurück. Hochkommen, andere Seite, großer Schritt, Ferse hoch, dreh dich,
Hüfte erstmal wippen. Halten. Vor. Knie strecken, Fußspitze anziehen. Gerade Rücken, die Rückseite spüren. Bisschen tiefer. Hochkommen. Lockern. Rechts und links Schulter zurückkreisen. Nimm deine Knie mit in die Bewegung. Werde größer. Ist dir warm? Schultern. Lass die Schultern locker. Beide Arme vor. Nimm die Arme nach oben, halte, rechten Arm beugen zwischen die Schulterblätter, schau mal, und mit links ziehst du so ein bisschen tief, den Trizeps dehnen. Dann löse wieder auf, wechseln, andere Hand zwischen die Schulterblätter, tief ziehen. Fleißig. Da lösen, Hände hinten fassen. Jetzt zieh die Schultern zurück, heb dein Brustbein, Arme nach oben. Öffnen. Jetzt drehst du die Daumen nach innen und ziehst die Arme immer noch ein Stück zurück. Dann müsstest du den Bizeps spüren. Wichtig ist, bleib aufgerichtet. Wenn du die Arme morgen spürst, kann schon sein. Wieder lösen, locker lassen, auslockern, einatmen. Ausatmen, rechts lang ziehen, rechts beugen. Ausatmen, links beugen, links lang ziehen. Nochmal rechts. Nochmal links. Löse dann locker die Arme aus. Schüttel sie aus. Lohnt sich immer, sich so richtig auszulockern, zu schütteln. Ruhig auch die Schultern, den ganzen Körper. Und dann letztes Mal einatmen, strecken und ausatmen, lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich über ein Gefällt mir unten, über einen netten Kommentar, wenn du Lust hast. Ansonsten ist es natürlich immer schön, wenn du dabei bist. Du kannst diese Cardio-Workouts auch mal auf meinem YouTube-Kanal sehen. Da ist eine Playlist, die heißt Cardio. Du kannst auch in die Suchzeile von YouTube zum Beispiel Gabi Fastner Walking oder Gabi Fastner Running oder so eingeben. Dann findest du noch mehr passende Videos, die dir vielleicht auch Spaß machen. Wenn du gern was für die Arme machst, gib einfach Gabi Fastner Arme in die Suchzeile von YouTube ein. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank, der Link wäre unter dem Video, da heißt Deine Unterstützung. Da, wenn du draufklickst, macht sich eine Seite auf und du kannst mich mit monatlich, was es dir wert ist, unterstützen. Vielleicht 5 Euro, 2,50, 10, 20, 50, was du möchtest. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn du Leute einlädst, sich mitzubewegen. Lade Freunde, Freundinnen ein oder sei du ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich. Bis dann.